In meiner Schule gibt es Klassen mit maximal 30 Schülern. Wenn die Lehrerin uns bittet, in meiner Klasse Zweiergruppen zu bilden, arbeitet ein Schüler allein. Wenn die Arbeit in Dreiergruppen gemacht wird, sind zwei Schüler allein. Wenn die Arbeit in Fünfergruppen gemacht wird, sind vier Schüler allein. Frage: Wie viele Schüler sind allein, wenn die Arbeit in Vierergruppen gemacht wird? Da es in meiner Klasse maximal 30 Schüler gibt, ist die Anzahl Schüler 30 oder 29 oder 28 und so weiter. Durch dieses erste Kriterium wissen wir, dass die Anzahl Schüler in meiner Klasse nicht gerade sein kann, also können wir alle geraden Zahlen streichen. Wenn man dann die weiteren Kriterien überprüft, dann stößt man sehr schnell auf die Zahl 29, die alle drei Kriterien erfüllt. Denn 29 geteilt durch 2 ergibt als Rest 1. 29 geteilt durch 3 ergibt als Rest 2. 29 geteilt durch 5 ergibt als Rest 4. Also ist die Anzahl Schüler in meiner Klasse 29. Und wenn wir Vierergrüppchen bilden, 29 geteilt durch 4 ergibt als Rest 1. Dann arbeitet also ein Schüler allein. Und demzufolge ist B die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.